So, meine lieben Freunde, wir kämpfen gegen Onigami A, einen Ibuki-Kämpfer mit 985 LP. Hat nichts zu bedeuten. Ibuki ist ein sehr anstrengender Gegner. Oben, unten, vorne, hinten, hat die ganzen Mix-Ups drauf. Du musst gucken, wo du jetzt irgendwie blockst. Und naja, ich hatte gehofft, sie hat sich irgendwie diese Beach-Stage da geholt, aber leider nein. Naja. Ibuki, kleine Schulmädchen, zeig mir, was du kannst. Ja, von wegen, hör auf zu lügen. Fight! Sag mal, was da ging, ne? Spring doch! Hadouken! So. Ich weiß anscheinend nicht, wie man Cross-Ups blockt. Wie gesagt, Cross-Ups ist, wenn du über den Gegner springst und dann muss er in die entgegengesetzte Richtung blocken, weil du am Hinterkopf dann triffst, du bist da hinter ihm. So. Ich hätte gedacht, ich hätte sie gehabt. Nix da, meine Freundin. Gut. Jetzt habe ich dich. Mist. Okay, das war gut. 1-0 für mich. Hoffentlich will dieser Spieler ein Rematch. Wir werden sehen. Kann ich auch gut reinkommen. Ich bin wieder eingerostet. Das Spiel macht aber mega Spaß. Wenn du gerade gegen so Leute reinkommen kannst, die halt nicht so die Pros sind, dann ist das ganz cool. So, komm schon. Bitte nimm das Rematch an. Ich hab Bock. Du hast auch ganz wenig Punkte nur verloren. Noch einmal spielen. Du willst doch nicht so lange warten, oder? Gut. Sehr gut, Leute. Round 1. Fight! Scheiße. Spring noch mal, ich will einen anderen Enter-Air versuchen. Ganz normal springen, bitte. Ganz normal springen. Oh, Hilfe. Okay. Ja, da musst du dann wieder nach Vollball blocken, lieber Onigami. Alles klar. Die sechste Gekun ist am Start. Da ist er, der MPL. Gut, 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 gut. Gut, sehr gut gemacht. Haben wir mich gelockt. Okay, okay. Spring, spring, spring. Oh, falsches Timing, weil das war ja irgendwie komische Sprungkurve. Naja, das haben wir geschafft. Erste Best of 3, ne? 3, genau, so ist das, Leute. Erste Serie haben wir. Sehr cool. Nochmal Ibuki, diesmal der Moonboy, aber am Kanzuki Beach. Das finde ich ja schon mal sehr cool. Alles klar. Mal gucken, was 700 LP an Unterschied ausmachen. Manchmal die Welt, manchmal gar nichts. Ibuki ist sehr unberechenbar und ich habe gar keine Erfahrung gegen die Ibuki von Street Fighter 5, aber das kriegen wir schon hin. Ich muss einfach wieder ein bisschen mehr zocken, wo ich mega Bock drauf hätte, Leute. So, lass uns den Rang bitte nicht direkt wieder verlieren an dieser geilen Stage. Fight! Komm schon. Fuck. Ah.
Nein, warum denn? Ich spring da noch immer, ne? Hilfe. Fuck, das war ja total gut. Ah, so, müssen wir uns dran gewöhnen. Kriegen wir aber hin. Offensive. Mann, diese scheiß Timing, ne? Naja, da scheine ich unterlegen zu sein. Wir machen trotzdem weiter. Wir geben natürlich nicht auf. Ich renne nicht weg, nur weil ich verliere. Wir müssen stärker werden, meine Freunde. Wunderbar, meine Ärmel sind ausgefranst. Ich bleibe natürlich überall hängen damit. Weiter geht's nochmal. Ich habe keine Angst vor dir. Auch wenn wir jetzt in die Liga abgestiegen sind wegen dir. Du gehst mir auf den Sack. Natürlich dabei. Gib alles. Round 1. Fight! Spring, komm schon. Spring. Warum? Ist das jetzt Zufall oder was ist das? Ich habe extra mich immer geduckt, damit er denkt, ich mache einen Hadouken. Und er springt natürlich dann, wenn... Wenn ich es tatsächlich mache. Fuck. Da hat er mich gerechnet, weil man möchte ja unbedingt von der Bombe weg. Natürlich bin ich da gesprungen, er auch, und dann total cool. Hadouken, er springt schon drüber. Okay, doch nicht. Nix da. Da krass, Alter. Mal fick die PlayStation, Alter. Nein! Alter. Taucht auf einmal da dieses scheiß Bildchen auf, weil ich mit dem tollen Controller ich spiele. Nervig. Oh Mann. Warum jetzt schon wieder? Yeah.
Warum die falsche Taste? Endlich, 1:1, okay. Ich komme nicht drauf klar, auf dieses wirre Spielchen hier, was Ibuki immer treibt. Das ist echt schwierig für mich, naja. Manche Sachen sind einfach doof von mir, aber das kommt mit der Zeit. Ich brauche wieder ein bisschen Erfahrung. Ich habe mir gerade die Evo ein bisschen angeschaut, das ist die Weltmeisterschaft. Die hat in so einer riesen Arena diesmal stattgefunden. Sonst immer im Caesar's Palace, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber naja. 1:1, ich bin bereit. Oh mein Gott. Round 1. Moon Boy. Oh, was war denn das, ey? Oh, Hilfe! Fuck you, man. Jetzt, genau jetzt springt er wieder, ne? Ich fass es nicht. Naja, da war er echt besser als ich. So ein Mist, darf nicht verlieren, war nicht allzu viel. Wieder ein sehr schweres Match gegen Rainbow Mika, wo man nie weiß, was wie wo passiert. Aber die Leute stehen auf dem Kanzuki Beach. Das macht mir gute Laune. Du fliegender Pfirsich, du, Masakoto, gegen Pizan. Level 302, er hat schon einiges gezockt anscheinend. Mann. So, schauen wir mal. Vorsichtig aus dem Sprung raus springen und nach dem Dropkick, den sie macht in der Luft, nichts drücken, weil sie ist im Vorteil. Ja, schöne Verbindung hast du. Ich habe sie ja eigentlich geworfen. Habt ihr die Animation gesehen? Seht ihr das? Für ihn läuft das flüssig. Ist total behindert. Klar, alles aus. Oh cool, haben wir doch gewonnen, aber wir brechen nach dem Kampf auf jeden Fall ab. Das lässt sich so ja nicht spielen, Leute. Das ist ja echt nicht toll. Nee, oh, jetzt geht's, alles klar. Hm.
Hilfe. Hilfe. Kann man irgendwie nichts gegen machen, sobald die einen so hat. Cool, Wichsmiststück. Cool, haben wir gewonnen. Soll ich es nochmal kämpfen, ne? Das könnte viele Punkte riskieren bei so einer Verbindung, die er da hat, ne? Ich glaube, wir hören auf. Ich glaube, hören wir mit dem Sieg jetzt auf. Jetzt nicht, weil ich wegrennen will, sondern weil einfach kein vernünftiges Spiel möglich ist, Leute. So, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.